Hallo, schön, dass du auch heute wieder die Zeit nimmst, dabei zu sein beim Los- und Lehrtext. Ich denke, es ist eines der großen, wenn nicht auch vielleicht sogar schwierigsten Aufgaben, Gottes Wort unverfälscht, konsequent und auch entschieden weiterzugeben, so wie der Herr es seinerzeit auch seinen Propheten auferlegt hatte. Das hatte manches Mal ziemliche Schwierigkeiten für die Propheten bedeutet. Verfolgung, Gefängnis, ja sogar getötet wurden sie, hat der Herr Jesus auch einmal gesagt. Also Gottes Wort weiterzugeben, kann manchmal ganz schön gefährlich werden. Nun, ich bin in der glücklichen Lage immer noch, dass wir hier in Österreich nicht mehr solche Auswüchse haben. Die hat es zwar schon mal gegeben in der Vergangenheit, wo Menschen, die entschieden und entschlossen Gottes Wort weitergesagt haben, verbrannt, ertränkt, erhängt, viergeteilt wurden. Alles, was man sich nur denken kann, ist denen passiert. Aber wie gesagt, zum Glück liegt das schon ziemlich weit zurück. Wie es in der Zukunft wird, nun, wenn wir auch da Gottes Wort nehmen und auch ernst nehmen, dann kann es sehr wohl sein, dass wieder ganz schwierige Zeiten vor den Menschen stehen, die sich wirklich bewusst und entschieden nach Gottes Wort ausrichten und dazu stehen, ja, und sogar so weit gehen, was ja eigentlich normal wäre, es zu proklamieren, es weiterzusagen, auch auf die Gefahr hin, dass das eigene Leben aufs Spiel gesetzt wird. Aber schauen wir uns jetzt wieder den heutigen Losungstext an. Da sagt der Prophet, oder ja, Jesaja war das. Er sagte, ich dachte, ich arbeitete vergeblich und verzehrte meine Kraft umsonst und unnütz. Also er hat auch solche schwierige Zeiten anscheinend hinter sich, als er das festgehalten hat. Aber es geht hier weiter, dieser Losungstext. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Jesaja 49, Vers 4. Auch da lohnt sich es natürlich wieder, den gesamten Zusammenhang sich genauer anzuschauen, darüber nachzudenken und Gottes Geist diese großen Wahrheiten unserem menschlichen Geist entfalten zu lassen. Jesaja war sicherlich einer der, ja, der eine ganz riesige Aufgabe bekam und auch bereit war, auch koste es was es will, sie auch durchgezogen hat. Und in diesem heutigen Losungstext sagt er auch, doch mein Recht ist bei dem Herrn, nicht beim Menschen, und mein Lohn, nicht beim Menschen, bei meinem Gott. Was für eine Einstellung, was für eine Sicht, trotz der Widerwärtigkeiten, der Ablehnung und Schwierigkeiten. Ich glaube, das will uns helfen, auch heute wieder unseren Fokus auf Gottes Zusagen, auf sein Wort, auf seine Verheißungen auszurichten und nicht auf momentane Situationen, die manches Mal ganz schön schwierig sein können. Im Lehrtext, da wird uns gesagt, so seid nun geduldig, Brüder und Schwestern natürlich auch, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen.
schrieb der Apostel Jakobus, Kapitel 5, Vers 7. Also hier einfach der Appell und der Hinweis, dass ja, dass es manches Mal viel, viel Geduld braucht, bis das die Frucht, die Gott schenkt und entfalten lässt, bis sie überhaupt sichtbar und ja, reif wird. Es gibt viele Beispiele, wo Menschen, Missionare und Leute, die einfach einen missionarischen Sinn hatten, einfach diese Frucht, den Samen des Wortes Gottes ausgesät haben und keine Frucht gesehen haben. Zumindest nicht zu ihren Lebzeiten. Aber ich bin sicher, dass auch für die, die keine Frucht sehen, nachdem sie vielleicht auch unermüdlich oft Jahre gesät haben und nichts geerntet haben, aber doch in der Herrlichkeit diese Frucht sehen werden. Also lasst uns hier wirklich den Jakobus beim Wort nehmen und das Beispiel eines Bauern, der ja auch sät und nicht gleich am nächsten Tag abfährt, um die Ernte einzuholen, sondern geduldig sein muss, Brüder und Schwestern, und zwar bis zum Kommen des Herrn. Siehe, das ist interessant, ne? Bis zum Kommen des Herrn geduldig sein. Und jetzt kommt das Beispiel noch einmal. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen, also die Erde, und Spätregen.